In diesem Video gibt es drei Tipps, wie du dich auf dem Trail verbessern kannst. Herzlich willkommen, ich heiße Roxy und es ist ein wunderschöner Januartag auf Mallorca und ich bin auf einem ganz typischen mallorquinischen Trail. Was heißt mallorquinisch? Es heißt, dass er verblockt ist, dass er steinig ist, heiß lose ist, es sind auch mal ein paar Wurzeln drin und wir haben eine wunderschöne Aussicht. Und da habe ich mir gedacht, ich nutze diesen Trail, um dir drei Tipps zu geben, wie du dich auf dem Trail und zwar in technischem, verblockten, rutschigen, anspruchsvollem Gelände wirklich verbessern kannst. Wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, dann wirst du wissen, dass Lernen am Trail nur dann möglich ist, wenn der Trail für dich subjektiv einfach ist. Das heißt, wenn verblocktes Gelände für dich einfach ist, kannst du alles, was du in diesem Video heute von mir erfährst, auch dort üben. Wenn technisches verblocktes Gelände für dich schwierig ist, dann ist es wichtig zu wissen, dass du alles, was du heute erfährst, nur dann üben kannst, wenn du das in einen weniger verblockten Trail überträgst, also in einen Trail, der für dich einfach ist. Dort kannst du das dann üben, dadurch wird sich dein technisches Können verbessern und dann kannst du das auch auf einem technischeren, anspruchsvolleren Trail üben. Aber keine Sorge, alles, was du heute lernst, kannst du auf Trails üben. Nur eben auf einem Trail, der für dich subjektiv einfach ist. Tipp 1 dreht sich um das Thema Bremsen. Setze dir ganz gezielt Bremspunkte. Das bedeutet, bremse, um zu verzögern, also um dein Tempo zu reduzieren, nur dann, wenn das Gelände nicht allzu anspruchsvoll ist und keine starken Richtungswechsel bietet und lerne dann, die Bremsen zu dosieren, um ein Tempo beizubehalten. Ganz oft sehe ich, dass die Leute nur so on-off, das heißt bremsen oder nicht bremsen und dazwischen gibt es nicht viel. Wenn du dich jedoch in technischem Gelände verbessern willst und irgendwann auch wirklich anspruchsvolles, steiles, verblocktes Gelände fahren willst, dann musst du lernen, auch in technischem Gelände die Bremsen zu dosieren. Das heißt, ganz fein zu betätigen, um ein Tempo beizubehalten. In diesem Fall heißt das ganz konkret, ich komme relativ schnell an, dann betätige ich die Bremsen fester, um zu verzögern, also um mein Tempo zu reduzieren und danach betätige ich die Bremsen ganz dosiert, um das Tempo über die technische Passage zu halten, damit ich in die Kurve, die danach kommt, in meiner Wunschgeschwindigkeit hineinfahre. Nummer 2, Linienwahl bzw. die Linie auch treffen, die du treffen möchtest. Linienwahl sollte keine Glückssache sein, sondern du solltest dir vorher ganz spezifisch vornehmen, diese Linie möchte ich treffen und die dann auch treffen. Das erfordert Übung, dass du zum Beispiel auf einem einfachen Trail ganz absichtlich auch mal schlechtere Linien nimmst, damit du dann, wenn das Gelände anspruchsvoll wird und du wirklich nur eine Linie zur Wahl hast, die auch treffen kannst. Dafür, das ist ein ganz wichtiger Tipp, übe Stellen mehrmals. Das heißt nicht, wenn du eine Stelle mal geschafft hast, sagen, ja, geil, super, überlebt, weiter. Nein, wenn du gemerkt hast, ich bin zwar runtergekommen, aber so richtig kontrolliert und so richtig, wie ich es wollte, war das nicht, schieb nochmal hoch, üb die Stelle nochmal. Wie du wahrscheinlich aus vorherigen Videos von mir weißt, Lernen erfordert viel Wiederholung. Wenn nicht, dann habe ich ein Video für dich. Ich werde es dir hier verlinken, denn so funktioniert motorisches Lernen. Du musst also die Stelle mehrmals fahren, um diese Wiederholungen zu schaffen. Und dann lernst du auch die Linie zu treffen, die du treffen möchtest. Tipp Nummer 3 ist Trackwalk. Kennt man vielleicht von einem Goldcup-Rennen, ist aber tatsächlich auch für den Hobbybereich extrem unterschätzt. Denn nur wenn du den Track kennst, kannst du ja auch eigentlich Tipp 1 und 2 beherzigen, denn dann weißt du, wo du bremst, um zu verzögern, wo du die Bremsen schleifen lassen möchtest und natürlich auch, welche Linie du treffen willst. Das weißt du ja nur, wenn du die Linie kennst. Und deswegen ist ein Trackwalk unheimlich wichtig. Das heißt, ganz konkret, du möchtest, wenn du merkst, oh, da wird es anspruchsvoll, dein Rad ablegen,
die Stelle mal abgehen und dir sagen, diese Linie will ich treffen, da will ich bremsen, da will ich schleifen lassen, da möchte ich vielleicht auch mal die Bremsen ganz öffnen und dir dann einen Plan machen, um dann auch das so zu fahren, wie du es dir vorgenommen hast. Falls du wissen möchtest, was für Fahrtechnik-Elemente genau dazugehören, um so verblocktes Gelände zu fahren, dann schau mal hier, da habe ich bereits ein Video dazu gemacht. Ich hoffe, dir hat dieses Video was gebracht, du konntest einen Nutzen draus ziehen und weißt jetzt, was du ganz gezielt üben sollst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Üben und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal live auf einem meiner Events, Coachings oder auch auf meiner Online-Plattform wiedersehen. Tschüssi!